Spiritualität gehört heute fast schon zum Lifestyle dazu, wie Nachhaltigkeit und Diversität. Spiritualität wird oft auch als ein leichter Weg zum Glück und ja auch einer sicheren Methode zur Umwandlung negativer Gefühle vermarktet. Eigentlich ist Spiritualität eine individuelle, geistige und emotionale Erfahrung von der Einheit und Mehrdimensionalität unserer Welt. In diesem Video möchte ich der Frage nach der möglichen Rolle der Spiritualität heute und in der Geschichte der Menschheit nachgehen. Kapitel 1: Verschiedene Auffassungen zur Spiritualität. Wenn man sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, dann findet man viele unterschiedliche Erklärungen und Definitionen. Als Einstieg möchte ich deshalb 13 spirituelle Menschen selbst zu Wort kommen lassen. Bahaj Yilmaz, Zitat: Wir leben in einer Ära der spirituellen Revolution. Du musst nicht spirituell sein. Sei einfach du selbst. Das ist das Spirituellste, was es gibt. Mein Ziel ist, diese Erde zu einem liebevolleren Ort zu machen. Zitat Ende. Ralf Riedel, Zitat: Nicht alles, was sich spirituell nennt, ist Licht und Liebe. Es gibt den Weg zur Power und den Weg zur Liebe. Es gibt den äußeren und den inneren Weg. Zitat Ende. Dieter Broers: Erleuchtet sein ist der Zustand der Erkenntnis, wer ich wirklich bin. Unser Wesenskern ist außerhalb dieser Welt. Im erleuchteten Zustand sehen wir die Welt als Ganzes. Zitat Ende. Sadhguru, Zitat: Wenn ich nicht weiß, dann suche ich. Jemand, der auf einem spirituellen Weg ist, bezeichnet sich als Suchender. Zitat Ende. Andreas Schwarz, Zitat: Spiritualität sagt, dass du sein sollst, wer du bist. Spiritualität zeigt dir, dass du Gott bist. Religion basiert auf Angst, Spiritualität auf Liebe. Zitat Ende. Deno Licina, Zitat: Das spirituelle Erwachen ist nach dem Taoismus eine Rückkehr zum Urgeist oder was Jung das selbst nannte, ein Gefühl der Vernetzung. Zitat Ende. Christina von Dreien, Zitat: Spiritualität beschreibt, was wir in Wahrheit sind, nämlich göttliche Wesen, die alle miteinander verbunden sind. Zitat Ende. Laura Marlina Seiler, Zitat: Spiritualität ist etwas, was ich aus mir heraus erschaffen kann. Du hast den Schöpfer auch in dir. Begib dich in deine Intention, dass du schnell vergeben kannst, dass Transformation schnell passiert, dass du darauf nicht so lange warten und dafür arbeiten musst. Zitat Ende. Dirk Hessel, Zitat: Einige Menschen benutzen die Spiritualität als Flucht aus dieser Welt. Ich schaue nach innen und entdecke immer wieder, was ich in Wahrheit bin. Zitat Ende. Jascha Renner, Zitat: Alle Religionen beschreiben die gleichen spirituellen Erfahrungen. Mit der Meditation und psychedelischen Substanzen können spirituelle Bewusstseinszustände erzeugt werden, weil das Ich-Bewusstsein abgeschwächt wird. Zitat Ende. Mascha Janik, Zitat: Spiritualität schafft das Urvertrauen, das uns fehlt und das wir als Kinder hatten. Zitat Ende. Ingmar Bieder, Zitat: Wenn ich bin, bin ich automatisch spirituell. Spirituell zu sein bedeutet, seinem Seelenplan zu folgen. Zitat Ende. Manuel Weber, Zitat: Spiritualität ist das, was alle Religionen miteinander verbindet. Es geht um die emotionale Verbundenheit mit dem Weltganzen. Zitat Ende. Dies ist nur ein kleiner Querschnitt von Meinungen. Die Aussagen unterstützen einen neuen Trend in der Persönlichkeitsentwicklung. Dabei geht es darum, den unverwechselbaren Kern der eigenen Persönlichkeit zu erforschen, Kraft zu schöpfen und den Mut für Veränderungen aufzubringen.
Der Begriff Spiritualität wird sehr unterschiedlich verwendet. Bei einigen steht das Ziel der Einheit mit sich selbst und bei anderen sogar das Ziel der Verbundenheit mit dem ganzen Universum im Vordergrund. Es geht dabei immer um spirituelles Wachstum, neue Erfahrungen und ein Experimentieren mit unterschiedlichen Methoden. Die Regeln und abstrakten Ziele der Kirchen spielen anscheinend keine Rolle mehr. Wie in der Klimaschutzbewegung scheinen hier die Frauen die Initiative ergriffen zu haben, um einen optimistischen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Kapitel 2: Die neue spirituelle Bewegung. Die neue spirituelle Bewegung verkörpert eine Lebensphilosophie, die sich grundsätzlich von den regelbasierten Religionen und ja auch den esoterischen Zirkeln der 80er Jahre unterscheidet. Hier gibt es eine Vielzahl von individuellen Wachstumszielen und einen eher anti-autoritären Ansatz. Dabei werden die Nachhaltigkeitsziele der Ökobewegung, das Selbstbewusstsein der Frauenbewegung und der Freiheits- und Toleranzgedanke humanistischer Strömung auch gleich mit aufgenommen. Spiritualität ist kein Mittel mehr, um zu polarisieren und auszugrenzen. Es ist der praktische Versuch, die Einheit in der Vielfalt mit einem neuen Zugang zu spirituellen Erfahrungen erreichen zu können. Diese Bewegung ist noch keine politische Bewegung im klassischen Sinne, aber sie trägt den Keim in sich, unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern. Aktuell kann man beobachten, dass hier viele Menschen intensiv über die sozialen Netzwerke kommunizieren und ihre Offenheit für persönliche Experimente und den Mut für Veränderungen auch ihrer Lebensgewohnheiten zeigen. Dabei wird diese Bewegung mehrheitlich von selbstbewussten Frauen getragen, wie man das schon in der Friday for Future Bewegung erleben konnte. Man darf dies auf keinen Fall mit der Zurück zur Naturbewegung der 70er Jahre oder der Naturromantik im Sinne von Jean-Jacques Rousseau verwechseln. Die moderne spirituelle Bewegung, die möchte sich gerade nicht zurückziehen, sondern im Gegenteil wachsen und die Kraft und den Mut für Veränderungen steigern. Die neue Spiritualität verkörpert einerseits die Sinnsuche vergangener Epochen, aber verknüpft dies andererseits mit einem zukunftsorientierten Lebensstil. Man möchte seinem Leben eine neue Richtung geben, die als Herzensangelegenheit gesehen wird und ja auch stimmig mit dem eigenen Selbst empfunden wird. Die neue Spiritualität setzt auf eine andere Art der Wahrnehmung der Wirklichkeit auf, die als Achtsamkeit beschrieben wird und mittlerweile auch Gegenstand von über 1000 Büchern geworden ist. Dabei geht es darum, uns und andere mit Offenheit und ohne eine Bewertung im Hier und Jetzt wahrzunehmen und dabei Vorurteile, Erfahrungen und Ängste auszuklammern. Das Ergebnis zeigt sich in der Steigerung der Empathie und auch der Resilienz. Wir können dann besser mit Stress und Krisen umgehen und sind auch allgemein widerstandsfähiger. Wer will das nicht? Man kann feststellen, dass die Corona-Krise diesen Trend sogar noch verstärkt hat und die Sinnfrage in den Vordergrund schiebt. In gewisser Weise hat die junge Generation das fundamentale Bedürfnis nach Spiritualität neu entdeckt und für die Aufgaben der heutigen Welt verwandelt. Man könnte dies auch als Gegenbewegung zu einer Zeit sehen, die durch Umweltprobleme, Kriegsängste und auch durch die Entfremdung von Arbeitsinhalten gekennzeichnet werden kann. Es ist auch kein Zufall, dass die Wertschätzung der Spiritualität etwa in demselben Maße zunimmt, wie sie gegenüber den Kirchen abnimmt. Dies ist zumindest in Europa erkennbar. An die Stelle des Gehorsams gegenüber religiösen und staatlichen Strukturen und dem Wohlstandsversprechen der Ökonomie
tritt eine neue Form der freien Selbstbestimmung, die sogar über den Tod hinausreichen kann. Das Leben wird zum Projekt, dessen Ziele man selbst festlegt. Die Vorteile dieser neuen Haltung zum Leben sind im Übrigen wissenschaftlich untersucht und bewertet worden. Danach führt eine spirituelle Lebenshaltung durchschnittlich zu einer 7 Jahre höheren Lebenserwartung, ein stärkeres Immunsystem, weniger Depressionen, eine verbesserte Gesundheit und auch mehr Zukunftsvertrauen. Kapitel 3: Das spirituelle Grundbedürfnis des Homo sapiens. Der Begriff Spiritualität wurde zuerst im 18. Jahrhundert in der französischen Ordenstheologie verwendet und mit der Erfahrung der göttlichen Transzendenz gleichgesetzt. Neurowissenschaftler wie Murgeson haben das Bedürfnis nach Sinnsuche sogar in einem alten Teil des menschlichen Gehirns entdeckt. Zitat: Unsere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Spiritualität und Religion tief in der menschlichen Natur verwurzelt sind. Zitat Ende. Für die Archäologie ist dieses Ergebnis nicht verwunderlich. Viele Funde weisen darauf hin, dass der Homo sapiens sich schon sehr früh mit spirituellen Themen beschäftigt hat. Ein Beispiel ist die sogenannte Schamanin aus einem 9000 Jahre alten Grab bei Bad Dürrenberg. Ein anderes Beispiel ist die etwa 11.000 Jahre alte Kultstätte Göbekli Tepe in Südostanatolien. Dieser Ort ist besonders bemerkenswert, weil die Menschen damals noch Jäger und Sammler waren. Die kulturelle Evolution des Homo sapiens war anscheinend von Anfang an auch mit der spirituellen Entwicklung verbunden gewesen. Es gibt Artefakte, die möglicherweise zeigen, wann diese Entwicklung begonnen hat. Im Allgäu hat man beispielsweise eine Kultfigur aus Elfenbein gefunden, die 41.000 Jahre alt sein soll. Dort wird ein Mischwesen aus Löwe und Mensch dargestellt. Natürlich ist es heute nicht mehr möglich herauszufinden, wozu die Menschen damals diese Figur konkret benutzt haben. Tatsache ist, dass die größten Bauwerke, die die Menschen im Laufe ihrer Geschichte erschaffen haben, als spirituelle Kultstätten gedeutet werden müssen. Wir können deshalb davon ausgehen, dass das Bedürfnis, sich übermenschliche Realitäten zu erklären, schon sehr früh eine Rolle gespielt hat und auch zum Wesen des Menschen dazugehört. Evolutionsbiologen haben dies auch so interpretiert, dass die Menschen durch Mythologien und Narrative eine Kontrollillusion erschaffen haben, die auch evolutionäre Vorteile geboten hat. Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese ursächlich für die Spiritualität verantwortlich war. Wahrscheinlich ist meines Erachtens, dass die Menschen schon sehr früh auf psychedelisch wirkende Pflanzen gestoßen sind, die den Zugang zu einer höheren Realität ermöglichten, in der die Zeit stillzustehen scheint. Noch heute benutzen indigene Völker unterschiedliche Pflanzen wie Peyotl-Kakteen oder Psilocybin-Pilze, um sich in einen Rauschzustand zu versetzen, der ihnen auch Vorhersagungen ermöglichen soll. Die Aborigines in Australien bewegen sich noch heute auf den etwa 40.000 Jahre alten sogenannten Traumpfaden und behaupten, dass sie gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft wandeln. Das können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Aus den Erfahrungen einer anderen Wirklichkeit soll sich auch die Naturspiritualität vieler indigener Völker entwickelt haben. Spiritualität ist also das Ergebnis einer Erfahrung, dass wir Teil des Ganzen und der Natur sind. Von diesem Bewusstsein haben wir uns insbesondere durch die industrielle Entwicklung entfernt, als die menschliche Arbeitskraft durch die eigentumsrechtliche Trennung von den Produktionsmitteln und Produkten zur Ware geworden war, entstand das,
was schon Karl Marx Entfremdung nannte. Die Folgen der Ökonomisierung unserer Welt sind unter anderem in der Zunahme auch von psychischen Krankheiten erkennbar. Wir arbeiten nicht mehr, um zu leben, sondern anscheinend wir leben offenbar, um zu arbeiten. Diesen Tribut an unsere sogenannte Leistungs- und Wachstumsgesellschaft wollen immer weniger Menschen entrichten und hinterfragen dies, indem sie die Sinnfrage stellen. Die Wiederentdeckung der natürlichen Spiritualität des Homo sapiens wird auch noch unterstützt durch die Erkenntnis der modernen Naturwissenschaften. Besonders die Astro- und Quantenphysik zeigen, dass die Raumzeit, in der wir leben, nur ein Teil einer höherdimensionalen Wirklichkeit ist, die wir in besonderen Bewusstseinszuständen sogar selbst erfahren können. Kapitel 4: Spiritualität und Religiosität. Spirituelle Prozesse der Erleuchtung bzw. der Gotteserfahrung lassen sich damit erklären, dass ein Teil des menschlichen Bewusstseins in andere Dimensionen vorgedrungen ist und ein Gefühl für die dort herrschende Zeitlosigkeit und Unendlichkeit bekommen hat. Die sogenannten vedischen Verse, die in Indien vor mindestens 4000 Jahren entstanden, bilden noch heute die Grundlage des Hinduismus. Das sind im Wesentlichen Hymnen, mit denen die vielen Götter angerufen und geehrt wurden und die über eine sehr lange Zeit nur mündlich weitergegeben wurden. Etwa 700 vor Christus entstanden die Upanishaden, eine Textsammlung, die die spirituellen Überlieferungen verständlicher beschreiben. Da heißt es beispielsweise, Zitat: Wenn du vom Selbst erfährst, über das Selbst meditierst und schließlich das Selbst realisierst, lernst du alles im Leben verstehen. Und weiter: Der Mensch hat zwei Bewusstseinszustände, einen in dieser Welt, den anderen in der nächsten. Zitat Ende. In der in Indien beliebten Bhagavad Gita, die wohl aus dem 5. Jahrhundert vor Christus stammt, ist noch Folgendes zu lesen, Zitat: Nichts auf der ganzen Welt reinigt so wie das Erkennen des Selbst. Aber das erfordert tiefgreifende Untersuchungen der Natur, des Wirklichen und des Nichtwirklichen. Zitat Ende. Diese Überlieferungen gehen auf die Lehren der sogenannten Rishis zurück, die die Inhalte der vedischen spirituellen Texte in einer Vision offenbart worden sein sollen. Der besondere Geisteszustand wird im Rigveda wie folgt beschrieben, Zitat: Auseinander fliegen meine Ohren, auseinander mein Auge, auseinander dies Licht, das in mein Herz gesetzt ist. Fort wandert mein Denken, mein Sinn ist in der Ferne. Zitat Ende. Wenn man in die Geschichte verschiedener religiöser Texte eintaucht, dann wird man sehr schnell merken, dass am Anfang einer Religion oft ein spirituelles Erlebnis eines einzelnen Menschen stand, das als eine Offenbarung einer höheren Wirklichkeit gedeutet wurde. Der Religionsstifter Zarathustra soll etwa im 7. Jahrhundert vor Christus im damaligen Persien verschiedene Offenbarungen von Engeln erhalten haben. Der Gründer des Buddhismus, Siddhartha Gautama, hatte nach einer 6-jährigen Wanderung als Asket unter einem Feigenbaum ein Erleuchtungserlebnis als 35-Jähriger im 5. Jahrhundert vor Christus. Die Apostel hatten nach dem Tod von Jesus Christus am Pfingsttag sogar eine gemeinsame Vision, die wurde so beschrieben, Zitat: Ein Brausen vom Himmel erfüllte das Haus und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Zitat Ende. Plötzlich erkannten sie ihre neue Berufung. Der Gründer des Islam, Mohammed, hatte als 40-Jähriger um das Jahr 610 nach Christus entsprechende Visionen, als er sich monatelang allein in einer Höhle aufhielt. In den meisten Religionen sind spirituelle Erfahrungen heute nicht das Ziel, um eine Einheit mit Gott und der Welt zu erfahren. Stattdessen wurden Rituale eingeführt,
die eine feste Verbindung zur jeweiligen Religion und Glaubensgemeinschaft herstellen sollen. Dabei geht es oft nur noch um ständig wiederholte Glaubensbekenntnisse. Gefühlte Spiritualität sieht anders aus. Viele indigene Völker haben Methoden entwickelt, um ein echtes Erlebnis zur Einheit mit dem Universum zu ermöglichen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Schwitzhütte der nordamerikanischen Indianer. Andere beliebte Techniken sind zum Beispiel Meditation, das Trance-Tanzen und die Einnahme von psychedelischen Pflanzen bzw. Drogen. Kapitel 5: Spiritualität und Wissenschaft. Von den Ende 2019 auf der Erde lebenden 7,8 Milliarden Menschen sollen 5,8 Milliarden einer der Weltreligionen angehören. 2,3 Milliarden Christen, 1,6 Milliarden Muslime, 1 Milliarde Hinduisten und ungefähr auch 1 Milliarde Buddhisten und Taoisten. Wie lässt sich das im Zeitalter der sogenannten Aufklärung erklären? Meine These: Religionen sind nicht allein mit vorwissenschaftlichen Erklärungen für Naturkräfte und vorgesetzlichen Regeln für das Zusammenleben zu erklären. Dahinter stehen oft auch spirituelle Erfahrungen über die tatsächliche Beschaffenheit unserer Welt, wie sie heute in der Quanten- und Astrophysik beschrieben wird. Beispielsweise zeigt der paradoxe Wellen- und Teilchencharakter des Lichts und das Phänomen der Verschränkung, dass es mindestens noch eine für uns nicht bewusst wahrnehmbare Dimension oberhalb der Raumzeit gibt. Spirituelle Prozesse der Erleuchtung bzw. der Gotteserfahrung lassen sich möglicherweise damit erklären, dass ein Teil des menschlichen Bewusstseins in diese Dimension bzw. Dimension vordringen und ein Gefühl für die dort herrschende Zeitlosigkeit und Unendlichkeit bekommen kann. Am deutlichsten wird dies bei der Beschreibung des Nirvanas durch den Buddhismus. Auch Nahtoderfahrungen und Erfahrungen bei der Einnahme von psychoaktiven Substanzen können neben Meditationstechniken zu echten spirituellen Erfahrungen führen. Es ist deshalb falsch, wenn man die Existenz von spirituellen Gemeinschaften ausschließlich auf Geschichten und Regelwerke reduziert, wie dies zum Beispiel Yuval Noah Harari in seinen Büchern macht. Damit wäre meines Erachtens nicht zu erklären, dass nach der Aufklärung noch etwa 85% der Menschheit mehr oder weniger fest mit diesen Einrichtungen verbunden sind. Der Homo sapiens, könnte man das nennen, ist ein intelligentes Tier, das nicht nur zum rationalen Denken fähig ist, sondern auch Fähigkeiten besitzt, die Welt ganzheitlich zu erfahren und auch hinter die Raumzeit zu schauen. Unsere Gefühle, die Intuition, die Möglichkeit der Gedankenkontrolle und unsere Träume sind nicht ausschließlich mit Instinkten und Erfahrungen zu erklären. Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass sich der Homo sapiens seit seinem Auftauchen vor ungefähr 60.000 Jahren schon immer mit spirituellen Fragen beschäftigt hat. Fragen nach dem Ursprung der Welt und den Lebewesen und Fragen nach dem Wesen des Lebens und Sterbens. Zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen wurden verschiedene Antworten entwickelt und große Gemeinschaften von Gleichgesinnten gebildet. Mein Fazit: Spiritualität ist, meine ich, ein Grundbedürfnis des Menschen, um seinem Leben einen Sinn und eine Richtung zu geben. Wir Menschen haben außerdem die natürliche Fähigkeit, ein Gefühl für die Einheit mit der Natur und dem Universum zu bekommen, wenn wir die Aktivität unseres Verstandes durch spirituelle Methoden vermindern. Die verschiedenen Kirchen bedient dieses Bedürfnis seit vielen Jahrhunderten mit sinnentleerten Ritualen und auch veralteten Lebensregeln. Dadurch ist der moderne Mensch innerlich gespalten und lebt praktisch in zwei verschiedenen Welten. Die neue spirituelle Bewegung versucht,
die rationale, emotionale und spirituelle Seite des Menschen durch neue sinnstiftende Erfahrungen in Einklang zu bringen. Aktuell werden viele Methoden undogmatisch ausprobiert. Diese Bewegung nimmt Elemente der Öko- und Frauenbewegung und des Humanismus auf und kommt zu einer neuen ganzheitlichen Weltsicht. Dabei spielen Toleranz und Offenheit eine große Rolle. Die individuelle Persönlichkeitsentwicklung, die wird als ständiger Wachstums- und Lernprozess verstanden. Es geht nicht mehr um Wettbewerb und Karriere, sondern um eine gemeinsame Anstrengung, um diese Welt liebens- und lebenswerter zu machen. Ich meine, diese Bewegung tut uns allen gut, weil sie optimistisch und lebensbejahend in die Zukunft blickt und auch die Selbstverantwortung stärkt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich daraus sogar einmal eine politische Bewegung entwickelt, die das Ganze im Blick behält und nicht nur die Eigeninteressen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.